Was war Ihre beste Leistung? Die beste Leistung war in Antholz beim Massenstart. Genau. Und bei Feli war das in Hochfilzenhof bei den Weltmeisterschaften der 5. Platz im Sprintwettkampf. Ja. Wie heißt der Lieblingssänger oder die Lieblingssängerin von ihr? The Chainsmokers. Oder? Ja. Ja, bei dir? Also sie singt die ganze Zeit und kennt alle neuen Lieder, also ist das ein bisschen schwierig. Ich habe viele, aber trotzdem keine speziellen. Erzähl uns etwas Peinliches über sie. Etwas Peinliches? Da gibt es viel, aber mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein, momentan. Was macht sie am liebsten in ihrer Freizeit? Häkeln und auf dem Kalterer See schwimmen und Sonne liegen. Und chillen. Ja, und Fedi, wenn sie zu Hause ist, dann ja, geht sie immer zur Kosmetikerin. Immer. Oder halt jedes Mal, wenn wir zu Hause sind, ist der Termin fix. Und sie spielt auch gerne mit ihrem Kater. Welche komischen Angewohnheiten hat sie? Ja, Alexia schlafwandelt ziemlich viel. Also ihr ist nie langweilig, wenn sie mit mir im Zimmer ist. Sie redet ziemlich viel, wenn sie schläft oder steht auch mal auf und schaltet das Licht ein und macht halt so ein bisschen komische Sachen. Ja, und Fedi, eine komische Angewohnheit, die mir jetzt einfällt, ist, wenn man mit ihr redet, also jetzt natürlich nur mit den Leuten, die sie gut kennt. Dann, wenn sie dir zuhört, dann sagt sie so, ah, wirklich? So erzählst du mir. Was ist ihre Spezialität beim Kochen? Pizza. Ja, also ja. Und Fedi kann ganz gute Muffins backen. Sie hat uns das schon zwar jahrelang vorgeschwärmt, dass sie so gute Muffins kocht und jetzt nach 3 Jahren hat sie uns dann endlich die Muffins gebacken und sie sind wirklich ganz lecker.